Also die Mädchen machen sich jetzt gerade warm. Das ist immer so ein Ritual zu Beginn des Trainings. Die laufen erst ein bisschen und erwärmen die Muskeln, damit sie sie jetzt dehnen. Damit verhindern wir einfach das Verletzungsrisiko oder machen es geringer, sag ich mal so, das Verletzungsrisiko. Und das passiert halt mit ganz vielen verschiedenen Übungen, die sie machen. Wir haben da so ein, sag ich mal, so ein Ritual, dass wir immer verschiedene Übungen in einer Reihenfolge machen, aber das ist auch von Verein zu Verein anders tatsächlich. Okay, wir sind hier in Wellinghofen. Welche Möglichkeiten gibt es denn in Wellinghofen für Interessierte, hier mitzumachen? Beim Rhönrad jetzt selber und tatsächlich nur uns. In ganz Dortmund gibt es nur unseren Verein. Der nächste Verein ist, glaube ich, Lettmate, also in Unna, im Kreis Unna. Oder Richtung Bochum oder Witten. Der TUS bietet tatsächlich ganz viele verschiedene Sportarten. Wir fangen an bei den ganz Kleinen mit Kindertouren und enden sozusagen bei den ganz Alten mit Corona, also Herzsport. Und dazwischen gibt es halt normales Touren. Ballett wird auch angeboten. Das ist eine gute Voraussetzung, sag ich mal, für uns, sag ich mal so, wenn man schon mal eins davon gemacht hat. Gerade Kindertouren, wenn die Kinder dann schon mal wissen, wo die Arme hingehören, ist das schon mal super. Der TUS bietet aber auch Basketball, Tischtennis und Handball. Und ich glaube, da habe ich so die großen Felder abgedeckt. So, jetzt gab es ja bei euch große Erfolge kürzlich. Worin bestehen die? Wir haben jetzt das erste Mal seit langer Zeit Bundesklasse-Turner, also die höchste Ebene, die bei uns erreicht werden kann. Gerade bei den Jugendlichen, bei den Erwachsenen kann man auch noch WM-Touren oder wenn man halt schon 17, 18 ist, kann man auch WM-Touren. Und die Mädels sind jetzt halt in der Bundesklasse gestartet, was super cool für uns ist, weil das ist so das schwierigste Umfeld auch. Die kommen dann auch aus ganz Deutschland oder letztens hatten wir die norddeutschen Jugendmeisterschaften bei uns. Da kommen aus ganz Norddeutschland, also von Strausberg bis oben aus Sonderborg, aus Dänemark hatten wir sogar auch noch Turner da. Und die messen sich halt untereinander. Und wer da dann am besten in den drei Disziplinen, die wir haben, abschneidet, insgesamt die Punkte werden zusammengerechnet, der durfte dann halt zu den, oder darf jetzt zu den Deutschen im Sommer. Also wir hatten vier, die gestartet sind. Dann waren zwei leider, die es nicht geschafft haben, zu den Deutschen zu kommen. Aber jetzt die zwei Mädchen, Lilly und Dalia, die haben es geschafft und dürfen jetzt im Juni bei den Deutschen in Berlin starten. Bei den Jugendmeisterschaften, muss man immer dazu sagen. Die sind ja noch nicht über 18. Wir trainieren hier 3 Stunden lang und da trainieren wir gerade Spirale und Sprung. Und ihr hattet jetzt einen aktuellen großen Erfolg. Woran bestand der? Wir haben uns bei den NRW-Meisterschaften für die norddeutschen Meisterschaften qualifiziert und da haben wir es jetzt vor 2 Wochen geschafft, uns für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Also wir turnen ja jetzt das erste Jahr Bundesklasse, deswegen kann man das alles noch nicht so gut einschätzen, weil wir die anderen Turner alle noch nicht so gut kennen. Aber man geht natürlich mit der Ambition da rein, dass man so gut es geht turnt und die bestmögliche Leistung aus sich rausholt. Ich turne jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, in dem Verein. Und davor habe ich normales Geräteturnen gemacht, 9 Jahre lang. Und dann habe ich mich aber fürs Rhönradturnen entschieden.